Ein Tabakfeld bei Kandel in der Vorderpfalz. Tabakanbau ist ein traditioneller Erwerbszweig der pfälzischen Landwirtschaft. Abnehmer ist unter anderem die badische Tabakmanufaktur in Lahr in Baden, aus deren Haus Marken wie Reval und Rothändle stammen. Die Tabakpflanze, der man früher sogar heilsame Wirkungen zuschrieb, der Name Nikotin ist nach dem französischen Arzt Nicot benannt, ist nun mittlerweile in Verruf geraten. Die EU und weltweite Kampagne gegen den Tabakgenuss zeigt Folgen. Geht es nach der EU-Kommission, so soll der Anbau von Tabak nicht mehr gefördert werden. So stellt sich die Frage, Quo Vadis für eine alte Kulturpflanze und die Existenzfrage für die pfälzischen und auch für die fränkischen Tabakbauern.
Musik.